Der Thüringer Landes- und Fraktionschef scheint sich gern in der Rolle zu sehen, die großen Entwicklungen im Blick zu behalten. Auf einer Veranstaltung Ende November im sachsen-anhaltinischen Schellroda hat er sich zum Fortpflanzungsverhalten von Afrikanern geäußert. In Afrika herrscht nämlich die sogenannte Klein-R-Strategie vor, die auf eine möglichst hohe Wachstumsrate abzielt. Dort dominiert der sogenannte Ausbreitungstyp. Liebe Freunde, der Bevölkerungsüberschuss Afrikas beträgt etwa 30 Millionen Menschen im Jahr. Die Länder Afrikas, sie brauchen die europäische Grenze, um zu einer ökologisch nachhaltigen Bevölkerungspolitik zu finden. Scharfe Kritik kommt aus dem AfD-Bundesvorstand. Für den Co-Vorsitzenden Jörg Meuthen sind die Äußerungen eine politische Torheit. Zitat: Ich empfehle Björn Höcke dringend, in sich zu gehen und sich in seinen öffentlichen Auftritten künftig deutlich zu mäßigen. Seine Äußerungen sind dem Erscheinungsbild unserer Partei in der Öffentlichkeit alles andere als dienlich. Es schadet dem Ansehen unserer Partei, mit solchen Aussagen in Verbindung gebracht zu werden. In der Thüringer AfD hat man sich heute bedeckt gehalten. Einzig Fraktionsmitglied Jörg Henke hat telefonisch bestätigt, dass er die Worte Höckes nicht gut finde. Allerdings hat er auch auf die morgige Fraktionssitzung verwiesen, auf der alles ausgesprochen werden solle. Für eine Aussage vor der Kamera war Björn Höcke heute nicht erreichbar. Per Pressemitteilung hat er sich aber zu den Vorwürfen geäußert. Ich bedauere, wenn meine Aussagen vom 21. November zu Fehldeutungen geführt haben. Ich vertrete das christliche Menschenbild und die Würde jedes Menschen ist für mich unantastbar. Unabhängig davon muss es einen offenen politischen Diskurs um die richtige Asylpolitik geben können. In der jüdischen Landesgemeinde ist man entsetzt über die Äußerungen. Die grenzten schon an Rassismus, sagt der Landesvorsitzende. Das ist etwas, was schon nah an dem ist, was wir in der Vergangenheit in Deutschland hatten. Und ich möchte nicht, dass jetzt anstelle der Juden die Afrikaner auftreten. Also ich bin da schon sehr traurig darüber, muss ich sagen. Mit größeren Konsequenzen, also mit einem möglichen Parteirausschmiss seitens des Bundesvorstandes, muss Höcke offenbar nicht rechnen, hieß es heute aus der AfD.